Das Geräusch. Meine unschuldigen Ohren! Bist du fertig? Sir, sind Sie ein Angestellter der Schule oder versuchen Sie diesen jungen Mann zu entführen? Er hat ihn festgenommen. Es ist eine super Schule. Hey Freunde, mein Name ist Stefan und willkommen zurück zu Bully. Willkommen zurück an der besten Schule der Vereinigten Staaten. Willkommen zurück an der Bullworth Academy. Und ich muss ganz dringend hier raus. Jeder quatscht mir ins Ohr, jeder, der an mich ranläuft, quatscht mich irgendwie an und sagt mir, irgendwie meine Kleidung wäre sozialer Selbstmord und ich wäre ein Loser und keine Ahnung was noch. Ich muss hier raus. Außerdem macht die Schule eh gleich zu. Und dann ist Sperrstunde, dann will ich hier nicht mehr gesehen werden. Deswegen gehen wir zu einer Mission. Geradeaus und dann rechts. Ich schätze mal, das ist in der... Was? Haben wir ein Problem? Nein, haben wir nicht. Ich schätze mal, das ist in den Schlafräumen der Jungs. Es ist in den Schlafräumen der Jungs, oder? Oder gibt es noch einen Hinterausgang, von dem ich nichts weiß? Öffnen! Wer genau will was von mir? Halte nach blinkenden schwarzen Brettern Ausschau. Sie enthalten nützliche Informationen. Gibt's hier eins? Da gibt's eins. Hi! Die Leute sind komisch. Schwarzes Brett lesen. Gibt's was Neues? Das ist der lauteste Wasserspender der Welt. Stundenplan, der Unterricht findet... Bla bla bla. Hat das noch jemand? Gib ihm einen Moment. Tolle Schule. Gibt es irgendwas Neues an alle neuen Schüler? Bla 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 bla. Das ist einfach nur Unterrichtszeiten. Das sollte ich eigentlich auch so wissen. Außerdem passt das Tutorial der Steuerung nicht in den Text. Okay, klasse. Jetzt, wo ich aufhöre, hörst du auch auf. Das war doch geplant von Anfang an. Okay, was ist die Mission? Start Schleuder. Einfach nur Schleuder. So, that's a good idea, right? Yeah, okay. All right, sure. I'll do it. Hey man, what's going on? Not much. I was just telling Petey here about my idea to take over the school. I mean, my plan for us to take over the school. What plan? Don't worry, Jimmy. It's just a little something I came up with. It's sink or swim, my friend. And if you're good at swimming, you gotta let the losers drown. Why don't you guys leave the thinking up to me? What? 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 What the? Can't you say anything else? You know what, Petey? You were right. Jimmy is pretty dumb. What'd you say about me? Oh, nothing. No, no, no. All I said was that you had to be pretty dumb to get expelled from so many schools. That's all. Relax, James. All he said was that you must be dumb. Or maybe you're all messed up because you came from a broken home. What'd you say about me, dwarf? Come on, dude. Chill. No, 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 no. Gary's taking everything out of context, man. Whoa, whoa, whoa. Don't lie, Petey. Don't you lie. Der Typ, ne? Because you know what happens to liars? No, no, I'm not lying. We kick them in the balls! Das tat im Real Life auch ein bisschen weh. Come on, Jimmy, let's go see how good you are with this new slingshot I heard you had. Don't worry, friend. Nothing seems to notice. I hear everything. Der you typ. And me, we can do things. Natürlich doch. Du und ich, Gary, ha? Du und ich. Und der arme Petey muss drunter leiden. Und hat einen Tritt zwischen die Beine bekommen. Das ist... Niemand hat das verdient. Was ist denn hier los? Habt ihr es, Jungs? Ich habe jemanden, dem ich nachlaufen muss. Und dem ich absolut vertraue. Und da war ein flickerndes Blatt in der Luft. Großartig. Wohin führst du mich? Bei dem Typen habe ich das Gefühl, der führt mich irgendwie in eine dunkle Seitengasse und schlägt mich dann zusammen. Ich bin schneller als du, by the way. Ich tippe nicht mal Tab dauerhaft. Ich drück's einfach nur und halt's gedrückt. Oh, ein Ball. Ein fliegender Ball. Jetzt fliegt der Ball nicht mehr. Okay, Geisterbälle. Gibt's ihn dir ganz normal. Aha. Drücke um deine Waffen durch... Könnt ihr alle mal ruhig sein, um die Waffen durchzuschalten und die Schleuder auszuwählen. Steinschleuder. Rechte Maustaste, um dein Ziel anzuvisieren. Okay, ich kann das Ziel wechseln. Und Mausrad, um Ziel zu wechseln. Drücke linke Maustaste, um zu feuern. Okay. Warum genau mache ich das mehr als einmal? Vandalismus. Der Bus ist kaputt. Da ist nichts Vandalistisches dran, wenn ich irgendwie seine Scheiben rausschieße. Okay, nächster. Schießen wir noch auf Menschen am heutigen Tag. Was ruckeln denn die Vögel so? Guck dir mal den Vogel an. Das ist ein ganz komischer Ort. Vielleicht liegt das daran, dass ich das Spiel auf 60 FPS freigeschaltet habe, anstatt bei den normalen 30 zu bleiben. Das könnte eventuell ein paar Probleme mit sich bringen, wer weiß. Ich weiß von einer Mission, für die ich es ausmachen muss, aber es kommt anscheinend erst ganz, ganz spät. Okay. Ist okay, Jungs, ich tu doch nichts. Ich weiß, es ist... Ja, ist okay, rennt ihr mir jetzt wirklich hinterher. Ich weiß, es ist euer Revier und ich soll hier nicht sein, das ist das Revier der Sportler. Aber Jungs, kommt schon. Kommt schon, fragt meinen Freund hier. Wirklich? 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 Sind wir cool? Abstand.
Abstand. Danke, Bro. Klettere auf den Baum und warte auf den Beginn des Footballtrainings. Näher dich dem Baum, drücke R, wenn du dazu aufgefordert wirst, um hinaufzuklettern. Ich klettere also in den Baum und schieße die Footballspieler ab. Ah, es ist großartig. Ich bin sicher, das bringt mir absolut keine Schwierigkeiten und wird mich nicht von der Schule geworfen kriegen. Kein deutscher Satz. Ich hätte auf den Baum mit Razer-Logo, bla bla bla, herunterspringen. Auf Ast setzen. R. Oh, guck dir mal an, wie sie herlaufen. Das sieht aus wie Ameisen. Was? Das ist mir egal. Lauf deine Runde, ihr Lahmärsche. Drücke R, um den Zielmodus zu aktivieren. Shift. Was? Pfeil das hoch, das sah aus wie Shift. Okay, Zielmodus. Sorry, Bro. Wie merkt das keiner, was ich hier tue? Boah, die Armen. Das sind Footballspieler, die sollten sowas wegstecken. Ich meine, natürlich, das ist ein Stein. Aber komm. Nein, wirklich. Du entkommst mir nicht. Meine zielsuchenden Steine kriegen dich immer. Waffengewalt. Nice, du hast es geschafft. Streber-Respekt plus 5. Ich schätze, ich habe es erfolgreich gemacht. Ich schätze, ich habe mehreren Leuten irgendwie Steine unter die erste Hautschicht geschossen. Das ist großartig. Du gelernt hast, um vom Baum zu springen. Keine von denen ist sauer. Oh, da liegt eine Cola. Geiler Loot. Ach, das ist ein Ball. Ich kann ihn sogar... Oh, cool. Gibt's hier Tore? Wir haben keine Tore. Ich sehe kein Fußballtor. Wir haben das Footballzeug, aber kein Fußballtor. Das ist großartig. Ich dachte gerade, einer von denen hat was fallen lassen. Der Coach hebt die gar nicht aus auf, der lässt die liegen. Weißt du, das ist die Männer des Coaches und die Männer unseres Footballteams, des Footballteams der Bulworth Academy, müssen in der Lage sein, auch sowas wegzustecken und weiterlaufen. Einfach weiterlaufen. Ansonsten sind sie nicht gut genug und werden fallen gelassen wie warme Eier. Ist das Sprichwort so? Ich habe keine Ahnung. Nächste Mission, soll ich schlafen gehen? Ich glaube, ich sollte fast schlafen gehen. Ich glaube, wenn man ewig lang nicht schlafen geht, dann wird man einfach schlicht und ergreifend bewusstlos. Und ist dann irgendwie am nächsten Morgen... Ja, ist okay. Und ist dann irgendwie am nächsten Morgen, wenn man aufsteht, ziemlich im Arsch und es kann ein Teil des Inventars fehlen. Das ist mir egal, ich bin ein Rebell. Außerdem ist die Mission sowieso, glaube ich, im Schlafraum. Dann kann ich die auch gerade noch machen. Ich meine, es ist erst 8 Uhr. Es ist erst 8 Uhr abends, das ist ja kein Problem. Ich weiß nicht, wie lange der Junge aufbleiben kann. Eigentlich soll es kein Problem sein, einen Tag durchzumachen. Okay, sieht aber schick aus bei Nacht, ne? Sieht schick aus. Das da oben sieht so ein bisschen aus wie Lavalampen in Zwergenform, als hätten sie so einen Hut auf. Nice. Hi, Aufpasser. Ich gehe da rein. Ich mache definitiv keine Mission. Ich gehe jetzt sofort ins Bett. Ich weiß, es ist Sperrstunde. Definitiv mache ich jetzt keine Mission. Nein, ich kann ja trotzdem mal speichern gehen. Komm, ich gehe mal speichern. Komm, dann gehe ich auch gerade schlafen. Fuck it. Das Zeug hier. Das leuchtet seit neuestem. Nice. Benutze dein Bett, um zu schlafen. Punkt 8 Uhr wachst du wieder auf. Ja, es ist großartig. Wollte ich aber gar nicht. Oh, komm, ich schlaf mal. Habe ich schon mal geschlafen im Spiel? Ich glaube nicht. Schlafen. Ah ja. Er schmeißt sich einfach drauf und schläft ein. Mit offener Tür, mit Krach auf dem Gang, mit allem. Ich habe jetzt ungefähr von 9 Uhr abends bis 8 Uhr morgens geschlafen. Holy shit. Und da ist gerade noch eine zweite Mission verfügbar geworden. Was? Gibt es Missionen auch zu verschiedenen Tageszeiten? Das wird lustig. Okay, speichern. Daten werden gespeichert. Jawohl. Okay, kann ich hier raus? Weiter mit Alt. Okay, cool. Was ist die Mission hier? Was ist das für eine Mission? Was ist denn hier drin los, Mann? Das ist unser Wohnheim. Baut hier keinen Scheiß. Das ist der einzige Ort des Friedens auf dem ganzen Campus. Start, ein bisschen Hilfe. Für wen genau? Oder für was? Go cry to the teacher. Tell them I was nasty to you. Shut up, Gary. You're such a jerk, man. Oh, am I, Petey? Oh, you're so cutting. I'm really der upset. Typ. Actually, I think I'm gonna go cry. That'd be just like you. Cry, little girl. Oh, aber er ist savage, das muss man ihm lassen. Here comes Jimmy. Just knock it off, Gary. You're out of line. Oh, I'm sorry. I didn't realize I was hanging out in the girls' dorm. Silly me. Was eine nette Person. Boring? I'm boring. Ja. You're none too interesting yourself, friend. Look, I'm sorry, both of you. I apologize, okay? I just get a little overexcited. Forgive me. Forget it. It's cool. Anyway, I've got a good idea for some fun. Let's go out and torment someone really helpless and unfortunate. That homeless guy. Come on. Wir machen das einfach so? You coming, little Petey? Come on, I'm sorry. I'll give you a kiss if that's what you want. Shut up. Then come on. Wir machen das jetzt einfach so.
Okay, ich bin dabei. Ich schätze, ich bin sowieso sein Haustier, also kann ich auch gleich bei allem mitmachen, was auch immer. Suche den Landstreicher hinter dir. Ich hab's nicht gesehen. Ich hab's nicht gesehen. Welche Taste war es nochmal zum Anzeigen? Nein, das war Zielmodus. ja, so mach ich das weg. Wie war denn das nochmal? Nein, das ist nochmal Zielmodus. Welche Taste waren das? Ach, Pfeiltaste rechts. Suche den Landstreicher hinter. Ich hab's schon wieder nicht gesehen. Hinter dem alten Schulbus. War das nicht der Schulbus, auf den ich letztens noch geschossen habe? Der wird mir bestimmt furchtbar dankbar sein. Furchtbar dankbar wird er mir sein. Außerdem verpasse ich wahrscheinlich den Beginn des Unterrichts. Aber das ist mir ganz recht. Ich mache mich sowieso, ich mache mich sowieso nicht lächerlich. Wenn nochmal Englisch kommt, dann wird das kritisch. Was hat der da gerade gemacht? Der hat irgendwas zusammengeschlagen. Okay, das ist der alte Schulbus. Hinten dran ist der Landstreicher. Mit dem wir anscheinend irgendwas machen. Ich fühle mich nicht gut dabei. Okay, Gummiband. Nice. Jetzt ist alles gut. Jetzt ist alles besser. Gib mir ein Collectible und ich bin happy. Er ist nicht hier. This dirty old perv. You know, you're not very nice, Gary. And you're a loser, Petey. One of life's unfortunates. Get out of here, you little scum! Heilige Scheiße, die Stimme. So I guess the rumors are true, Jimmy. Your dad does live on campus. You jerk! Ow! Der Typ, ne? Let's leave this guy to his welfare payments. Come on, let's get out of here. Just get out of here, kid. Why should I? Because otherwise I'll kill you. What's your problem? That's a long story. You got any liquor? No, I'm 15. Well, what about drugs? No! Then why shouldn't I kill you? All right then, tough guy, kill me. You know what, kid? I like your style. You got guts. When I was on that ridge in Korea, watching my buddies get killed by friendly fire, I could have used somebody like you. Yeah? Da kommen tiefe Erinnerungen wieder hoch. But you can't fight. You do me a favor, and I'll show you some real moves. Classified okay. Moves. Real special army stuff. Cool. Just get me a part for my radio, and I'll show you what the army taught me. What, like how to get shot by your own side? Exactly. Wow. Okay, Teile für sein Funkgerät. Warum baut der Typ ein Funkgerät? Finde einen Transistor. Finde das Transistor und dann bring es in den Landstreicher, damit er dir Kampfmoves beibringt. Warum? Warum braucht der Typ ein Funkgerät? Kannst du. Achso. Soll ich nicht hier raus? Soll ich hinten rum? Ja. Guter Mann, ich suche den Ausgang. Soll ich nicht aus dem blöden Bus raus? Ich soll doch aus dem Bus raus? Ich muss doch ganz eindeutig. Oder? Weil hier hinten kann ich ja nicht lang. Ich muss aber dahin, also muss ich hier zur Tür raus. Er geht nicht zur Tür raus. Jetzt. Was? Er will einfach nicht zur Tür raus. Da hat der Unterricht angefangen. Er wollte nicht zur Tür raus. Jetzt habe ich es irgendwie. Ist das hier? Ist das hier? Ich habe kein... Es sieht aber richtig aus. Es sieht richtig aus. Da ist was. Klettern. Ach so, ich dachte schon... da liegt einfach das Transistorending auf dem Boden. Okay, nice. Warum liegt das Ding auf dem Dach? Darf ich fragen, warum genau das Transistor... Was ist denn das? Radiotransistor. Warum genau liegt... Wie kommt sowas aufs Dach? Wie kriegt man sowas aufs Dach? Ich sollte gar nicht fragen. Ich sollte sie mal einfach bringen und dann krasse Kampfmoves lernen. So richtig geiles Army-Zeug, was er mir beibringt. Ich hoffe, ich kann mich dann auch an die Combo erinnern, also an die Tastenkombo, weil ansonsten wird das nicht so lustig im offenen Kampf. Ja, Jungs, ist okay, ich weiß, es ist euer Bereich, ist mir aber scheißegal. Ich bin raus, bye bye. So, jetzt kann ich hier einfach wieder zur Tür rein, aber raus wollte er nicht. Der wohnt anscheinend ganz gerne. So, hi. Ich hab das Ding. Da, ist für dich. Aha, bring mir was bei. Alte Shift links für Uppercut. Okay. Ich verprügle einfach so einen Obdachlosen. Das ist ein bisschen falsch. Uppercut, Shift links. Okay, ist gebongt. Wie oft soll ich das noch machen, bitte? Ja, ich halt's doch. Es ist doch ein Uppercut. So, sind wir fertig? Hat er genug? Er hat anscheinend genug. Was ist das? Die Musik ist so laut, ich höre ihn fast nicht. Ja, okay. Uppercut freigeschaltet. Okay, nice. Ich kann jetzt einen Uppercut. Das ist super. Bring den Landstreicher mehr Transistoren, mehr zusätzliche Kampfmoves zu lernen. Okay, das heißt, wenn immer ich so ein Transistorenradio finde, kann ich das dem Typen bringen, um Moves freizuschalten. Schwänzen. Ich weiß, ich bin doch schon auf dem Weg dahin. Hi. Hallo, Präfekt. Ja, Mr. Präfekt, ich will, ich gehe zur Schule. Sehen Sie doch. Sehen Sie ganz genau, ich bin doch schon auf dem Weg zur Tür. Ich gehe jetzt da zum Unterricht.
Hoffentlich ist es... Heilige, der rennt mir hinterher. Der Typ rennt mir hinterher, es ist oben. Ich hoffe, es ist nicht Englisch. Ich will gar nicht... Ja, ist doch wirklich, wirklich er. Ist das denn voller Ernst? Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ich gehe ja zum Unterricht. Ich will gar nicht wissen, was es ist. Es ist Art Room, Kunst. Oh, nice. Ich war nie gut in Kunst. Hi. Ah ja. Schritt 1. Analysiere das Gemälde und schreib irgendwas dazu. Anweisung für Kunststuhl und zeichne mit deinem Stift Felder, um das verborgene Bild freizulegen. Decke einen möglichst großen Teil der Leinwand ab und den Pfad der Feinde zu kreuzen. Ah ja, Feinde, Crawler, Floater, Exploder. Wow, die Namen. Power-Ups, Tempo, Feinde ausschalten und Stopp. Ah ja, okay, wie genau hat das nochmal funktioniert? Ich habe keine Ahnung, ich erinnere mich überhaupt nicht mehr. Start. Okay, wie genau steuere ich dich? Einfach so. Was? Ach, das darf nicht mal meine Linie kreuzen? Ist das dein Ernst? Das Ding darf nicht mal meine Linie kreuzen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ja, verdammt nochmal. So will ich das sehen. Das Ding darf nicht mal anständig meine Linie kreuzen und ich kann mich nur richtig auf Linien bewegen. Schere, geh weg. Schere, geh weg. Ich will nichts von dir. Geh weg von mir, Schere. Geht alle weg von mir. Nein. Nein, nein, nein. Ich bin nicht sehr erfreut. Ja, es hat sich absolut gelohnt. Jawohl. Nein! Kriege ich das jetzt nicht auf die Reihe? Ist das dein voller Ernst? Fuck, das Ding darf nicht mal meine Linie kreuzen? Das ist doch ein Witz. Geh mal weg von mir. Geh mal weg von mir. Das Ding darf meine Linie... Nein! Schere, Schere. Das Ding darf meine Linie nicht kreuzen. Das ist doch affig. Warum tue ich das alles? Warum tue ich das alles? Warum? So funktioniert Kunst nicht. Als ich das letzte Mal Kunst gemacht habe, hat das nicht so funktioniert. Yes! Das Ding ist tot. Großartig. Nice. Yes, ich hab's. Ich hab das doch noch hingekriegt. Ich hab ganz kurz gezweifelt, ob ich das schaffe. Boah, man muss auf das Ding achten, wenn man die Linie zeichnet. Das ist ja furchtbar. Aber ich hab's. Kunst bestanden. Yes. Ist wie in echt. War nie besonders gut, aber immer ausreichend. Du kannst jetzt ein Geschenk... Was? Du kannst jetzt gegen Geschenke einen Kuss erhalten. So funktioniert das System nicht, aber okay. Halte rechte Maustaste gedrückt und drücke Alt, um Angie Blumen zu schenken. Wer zur Hölle ist Angie? Blumen. Er zieht sie sich einfach aus dem Ärmel. Ich bin ein gottverdammter Zauberer. Halte der rechte Maustaste gedrückt, drücke Alt, um sie zu küssen. Okay, küsst du ein Mädchen, bekommst du plus 25% Gesundheit. Was? Ich meine, ich kauf's, aber das ist... Okay. Booyah! Kussbonus freigeschaltet. Ah, ja. Okay, möchtest du Mädchen dazu bringen, dich zu küssen, musst du ihnen Süßigkeiten oder Blumen schenken. Das ist... purer Date-Advice. Okay, ich mache die nächste Mission. Weil der Morgenunterricht ist jetzt fertig, ne? Und das nächste ist erst immer nachmittags. Das heißt, ich habe Zeit für eine Mission zu gehen. Wo ist denn die? Ist die... Die ist ganz da hinten. Jetzt geht mir doch mal alle aus dem Weg. Ich habe doch nichts gegen euch. Die Mission ist ganz da hinten. Was ist da? Was ist in die Richtung? Das ist nicht das Sportding, ne? Das ist nicht... Es ist die Bibliothek. Ah ja, und wen findet man in der Bibliothek? Richtig! Die Nerds. Ich hab die Mission gar nicht angeguckt. Rette LG. LG. Soll das ein Name sein? Ew. Oh, so, hi. You're the new kid, huh? Everyone is talking about you. Who are they? And what are they saying? Nothing. Just that you're friends with that sociopath Gary. Ja, der Typ ist ein bisschen komisch. Sociopath, it means... Never mind. Forget I said anything. I need you to help me. Wait, you need me to help you? I've got some library books that need to be returned, but I'm too scared to go to my locker. Do I look like a librarian? No, listen, I need your help. Pretend we're friends. Walk with me. I'll pay. Das ist der Typ ohne Reißverschluss, aber mit kaputtem Reißverschluss. Are you crazy? Make it five. No, $2? Great, $5. Let's go, buddy. Wow. Wow. Jimmy ist eine nette Person. Aber soweit ich mich doch erinnern kann, ist er eigentlich doch im Ganzen der Gute. Okay, nice. Algernon heißt er wirklich. Ja. Ja. Ich weiß nicht, wie viele Leute auf der Welt Algernon heißen. Oder LG, die Kurzform. Aber verprügelt die Bullies. Was? Ich rede gleich weiter. Gib mir einen Moment, der Typ hier will was. Hier hast du einen Uppercut. Habe ich neu gelernt. Ist ganz frisch. Ist wirklich richtig, richtig frisch. Hat mir so ein Penner hinterm Bus beigebracht. Ciao, ciao. Okay. Wirklich an jeden, der so heißt.
Es tut mir fast ein bisschen leid, weil das ist ein bisschen ein unglücklicher Name. Geht mal alle aus dem Weg. Aus dem Weg, was? Geht mir mal alle aus dem Weg jetzt. Leute, wir können doch drüber reden. Erst den einen niedermachen, dann das Ziel wechseln. Nein, nicht den Typen treten. Gib dem mal da. Hier, nimm mal einen Uppercut. Nimmst du noch einen Uppercut. Hält er sich das Gesicht. Und noch einen. Und das macht Schaden aus der Hölle. Und noch einen. Und allgemein wäre es ganz toll, wenn du... Wegstoßen. Nein. Allgemein wäre es ganz toll, wenn du dich auf den Boden legen könntest. So. Da. Ich habe eine Steinschleuder für dich. Der andere hat nämlich auch eine. Das ist nämlich sonst ein bisschen unfair. So, alle fertig. Alle am Boden. Ich muss mal. Bring LG zur Schultoilette. Wirklich jetzt. Der rote Ring um die Uhr ist dein Timer. Bring LG zur Toilette, bevor die Zeit um ist. Wirklich, das ist getimed. Ernsthaft. Ich muss den jetzt rechtzeitig zur Toilette bringen, ansonsten pisst er sich ein. Wow, das ist ja unfassbar. Ja. Was? Ich habe mich diesen Monat schon mal angepinkelt. Wenn mir das nochmal passiert, machen die mich fertig. Was? Was ist denn mit den Leuten in dem Spiel schief? Die Charaktere sind alle so durch. So, hier ist das Klo. Absolut kein Problem. Kannst du ein bisschen schnell machen? Ich dachte, je mehr man aufs Klo muss, desto schneller wird man. Komm schon. Gib Gas. Ich habe definitiv keine Waffe dabei, Mr. Präfekt. Definitiv nicht. Komm, hier ist das Klo. So, rein da mit dir. Was? Ich habe gerade irgendwas rechts gehört. Hat er gerade gesagt, cover me. Lass niemanden... okay. Ich stelle keine Fragen. Komm her. Kommt hier. Ladies und Gents, hier, ja, ich bin ja hier, ich lass niemanden da rein, LG, ich mach das, ich kümmere mich um die, ja, das sind solche Pussyschläge, was der eine Typ aushält, komm her, ich zeig dir mal einen anständigen Schlag, okay, ein bisschen ins Leere gegangen, komm her, ich trampel dich windelweich, und wenn du windelweich bist, dann trampel ich dich soft, so, das Geräusch, meine unschuldigen Ohren, bist du fertig? Es hört nicht auf. Es... jetzt... Wie viel hattest du in dir? Das ist wie so ein Schiff, das irgendwie den Stabilitätstank lernen muss. Das war ja unfassbar. Bring LG zu seinem Spind. Kriegen wir weitere Probleme. Warum hat es die ganze Schule auf den Typen abgesehen? Das kann ja fast nicht sein. Okay. Nein, danach muss er ja noch zur Bibliothek zurück, weil er Bücher zurückbringen muss. Richtig, ich muss die jetzt auch zurück eskortieren. Oder auch nicht. Yes, du hast es geschafft. Belohnung, $5. Konnte ich nicht lesen. Streber, Respekt, plus 5. Ich bin halt ein wahrer Streber. Auf mich ist Verlass. Wenn du jemals irgendwie dringend aufs Klo musst und ich nicht raus, dann komm einfach zu mir. Ich bin dein Mann. Okay, bald müsste schwänzen. Wo ist denn die Stunde überhaupt? Ich sehe ja gar nichts. Ich sehe... die Stunde ist draußen? Was könnte draußen sein? Und hinter der Schule auch noch? Was? Ist das Sport? Könnte das eventuell, das könnte eigentlich fast Sport sein, ne? Ja, ich muss jetzt an dem Typen vorbei, das ist jetzt ein bisschen doof. Mr. Präfekt, ja, ich muss ganz... Ich lass mich nicht fangen, dafür ist meine Ehre zu groß. Ich lass mich nicht fangen, ich muss wieder umgreifen, um schnell zu sprinten. Ich werde mich nicht fangen lassen. Dafür habe ich zu viel Ehre, ich renne jetzt da zu Fuß hin. Ich weiß, wenn die mich fangen, komme ich da hin, aber nein, das verletzt meine Ehre, meine Würde und meinen Stolz. Meine arme Alterste, tut mir so ein bisschen leid. Was ist das? Das ist Sport. Das ist Sport. Okay, betätigen wir uns körperlich. Da ist ein Gummiband. Kann ich wieder auf die Maus? Dankeschön. 4 von 75. Nice. Öffnen. Hi. Hier drin sollte eine Stunde eigentlich abgehen. Oder etwa doch nicht. Hä? Hab ich da... Was? Oder soll ich einfach durch die Tür gehen? Das Symbol ist doch hier. Gym. Das Symbol ist hier. Hä? Es geht nicht. Ich lass mich jetzt fangen. Mal schauen, was dann passiert. Bin ich so doof dazu? Hätte ich da drin noch was machen können? Komm, fang mich. Fangen Sie mich, Mr. Präfekt. Ich will zur Stunde. Ich will mich so sehr körperlich betätigen. Das dauert ewig, bis er mich fängt. So, ich bin erwischt. Bring mich dahin. Es ist tatsächlich Sport. Aber ich weiß nicht, wie ich das hätte auslösen können. Hätte ich da runter zu den Umkleiden müssen? Vielleicht. Wisst ihr, während des Unterrichts... Blablabla. Okay. Wrestling. Yes! Ich freue mich schon. Der Typ ist ein bisschen dauerlaut. Okay, nice. Wrestling. Folge den Anweisungen, um neue Moves zu lernen. Hier kriege ich auch neue Moves hier? Das ist ja nice. Griff. Was? Please, I have nervous bowels. Okay, Griff. Und dann Shift links für... Oh! Das tut weh. Nochmal. Und dann... Ah.
Der Arme. Warum bin ich alles, der das macht? Kopfstoß, halte, Shift links, freischalten. Jawohl. Was jetzt? Griff? Und dann Shift links, Shift links, Shift links. Drei Schläge, Aufladungskombo. Ach so, halten. Sekunde. Komm mal her, Kumpel. Dann Shift. Ich soll es doch halten. Ach so, Shift, halten. Ah, okay, ich hab's. Nice. Schicke Combo. Und was jetzt? Nochmal dasselbe. Shift, halten. Jawohl. Der Typ wäre sowas von hinüber an dem Punkt. Der hätte keine Zähne mehr. Drei Schläge, Aufladungskombo. Shift links, halte, Shift links, freischalten. Besiege Fatty. Was? Mit den Wrestling Moves. Okay, cool. Dann nimm mal. Das. Dann ist der das. Und dann komm. Ich kann nicht auf ihn eintreten, während er am Boden ist. Ich bin leicht enttäuscht. Und der Kopfstoß des Untergangs. Komm nochmal. Steh nochmal auf. Komm. Hier. Das hast du mir beigebracht. Indirekt. Und jetzt liegt er am Boden ohne Problem. Vielleicht. Danke, Coach. Danke, dass ich nicht eventuell komplett nutzlos bin. Danke, dass Sie an mich glauben. Sport 1 bestanden. Wenn Sport immer nur Wrestling wäre, hätte ich immer bestanden. Okay, cool, nice. Ich habe jetzt neue Moves, die ich wahrscheinlich unfassbar schnell vergessen werde. Also 100 pro werde ich die Moves irgendwann vergessen. Weil später läuft es wahrscheinlich... Schicke Spiegelung, by the way. Später läuft es wahrscheinlich... Hi. Ja, ich gehe schon. Ich weiß, das ist euer Bereich. Ich weiß, ich bin ja schon raus. Später läuft es wahrscheinlich darauf raus, dass ich bei jedem einzelnen Kampf einfach nur die normalen Schläge mache, ohne irgendeinen zu packen. Was geht denn hier ab? Was willst denn du? Entschuldigung, ich guck gerade den Kampf... Was? Was ist das bitte für eine Laufanimation? Was hat denn der gerade gemacht? Das sah aus wie in so einem Comic, wo so die Arme hinterhergezogen werden. Der wird einfach von 3-4 Leuten gejagt. Der wird von viel mehr Leuten gejagt. Der wird locker von 10 gejagt. Und da hat einer einfach einen randomen Baseballschläger. Was geht in der Schule? Ja, es ist doch okay, Mann. Ich mache jetzt noch eine Mission. Das ist ja unfassbar. Die Leute an dieser Schule. Unfassbar. Das ist wirklich die beste Schule, die ich jemals gesehen habe. Und ich will hier sofort hin. Wenn ich die Auswahl hätte, ich würde sofort hier hin wollen. So, wo gehe ich hin? Es gibt zwei... Wo ist das überhaupt? Wo ist denn das? Nein, was war nochmal die Karte? Da war die Karte. Eins geradeaus und eins rechts. Ich gehe mal in das geradeaus. Falsche Taste. Ich gehe mal in das Ding geradeaus. Das ist die Bibliothek, glaube ich. Bin ich falsch abgebogen? Nein, bin ich nicht. Das ist... Was? Es gibt eins in den Mädchenschlafräumen und eins... Hi! Eins in den Mädchenschlafräumen und eine Mission in den Jungsschlafräumen. Darf ich hier... Hi, Jonas. Darf ich hier überhaupt rein? Ohne Problem, ich mache jetzt mal die Mission. Darf ich hier rein? Unerlaubtes Betreten. Entschuldigung, aber hier gibt es eine wichtige Mission. Hi. Sie hat mich gebitch-slapped. Was? Start diese Schlampe. Diese Schlampe. Was hat diese Schlampe getan? Are you threatening me, Metal Mouth? No, I just give it back. You can't just steal things from me. Unfortunately for you, my pig ugly friend, that is exactly what I can do. Nette Person. In fact, I can do anything I like in this place. Anything at all. Ciao, Spotty. Give it back. Spotty. And you should stay out of the girls' dorm, you little perv. I see you. Ich hab nur auf die Karte geguckt. Sicko. You wish. Ich hab nur auf die Karte geguckt. Will you help me? Do I have to? Yes. It's vital. She's stolen my lab notes. Without them, I'm gonna fail chemistry and I'll never get into med school. Now I won't find the cure for cancer. Basically, the future of the whole world rests on those notes. Natürlich. What's in it for me? Well, if you get them back, I'll kiss you. Ugh. That's okay. Well, okay, but if you don't, I'll tell the whole school you're some kind of sad sicko who spies on girls getting changed in their dorm. Erpresst sie mich? One set of lab notes coming up. Sie hat mir gerade gedroht. Das ist super. Es freut mich richtig, dass ich alles, was ich tue, das alles auf absolut freiwilliger Basis verläuft. Hi. Wo kommt der Typ immer her? Wow. Besorgt dir eine von Fatty. Der kennt sich absolut gut mit Gestank aus. Nice. Großartige Beschreibung dieser Person. Ich mag die Musik. Richtig geil. Okay, ich gehe also zu diesem Typen und besorge mir eine Stinkbombe, die ich anschließend... Ja, ist okay. Die ich anschließend in den Spind dieses Mädchens stecke, von der ich eigentlich nur die Notizen holen soll.
weil es geht anscheinend und so. Hi, Bro. Bro? Hi. Wie genau? Aha, ich soll also zahlen. Habe ich ihn jetzt umsonst bezahlt? Ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe. Eine Stinkbombe für einen Dollar? Geh zur Turnhalle. Eine Stinkbombe für einen Dollar? Das sind ja Dumpingpreise hier. Das ist richtig nice. Okay, da vorne ist die Musik. Vorne ist ein Präfekt, aber der macht mir nichts. Ne? Es ist nach Unterricht. Ich war bei beiden Stunden. Und es ist erst in ungefähr einer Stunde Sperrstunde. Das heißt, ich komme noch locker zur Turnhalle. Auch wenn das ein bisschen komisch ist, wenn man einfach um 6 Uhr abends zur Turnhalle geht. Und dann in die Umkleiden. Aber okay. Keine Fragen wurden jemals ever gestellt. Go Team! Bullhorns! The Gym! Welcome to the gym, everybody. This is where we train. Brich in Mandy Spind ein und hol die Labornotizen. Oh, jetzt kommt wieder das mit dem Einbrechen. Das ist richtig nervig. Oh, da liegt ein Gummiband. Nice. Unerlaubtes Betreten. Oh. Sorry. Sorry, Entschuldigung, aber ich muss ganz dringend an diesen Spind ran. Schloss knacken. Jetzt kommt wieder das. Wie genau? Maus? Kooperation. Maus. Ich benutze 50% des Mauspads. Es reicht. Okay, nice. Dann. Wirklich für Schlösser knacken. Ich hab nicht hingeguckt. Sorry. Leute, es tut mir leid. Ich hab nicht hingeguckt, okay? Ich wollte das nicht. Wirklich. Die sind voll. Du hast versagt, du wurdest erwischt. Die sind vor der Tür gespawnt. Ich lasse Sie wissen, Dr. Crabble Snitch, das ist nicht das erste Mal, dass ich was gemacht habe, aber es ist das erste Mal, dass ich erwischt wurde. Was jetzt? Wenn du erwischt wirst, verlierst du einige deiner Gegenstände. Ist die Stinkbombe noch da? Die Stinkbombe. Ich muss die ganze Mission jetzt nochmal machen. Schneller. Ich hab's. Da kommt einer durch den Gang. Verstecken. Wirklich jetzt? Wirklich? Nein. Bring Beatrice die Labor. Nein. Bitte nicht nochmal. Ich habe das legit geschafft. Komm schon. Geh da raus. Ich habe das geschafft. Oh mein Gott, ich habe es geschafft. Ich hätte jetzt gern gesehen, was passiert, wenn sie den Spind aufmacht und... Willst du mich verarschen? Die Stinkbombe zu sich kriegt. Aber ich habe keine Zeit. Der hätte mich fast schon wieder gekriegt. Ne? Das ist irgendwie so getimt, dass man... Oder dass sobald man anfängt, das Schloss zu knacken, irgendein Typ im Gang auftaucht, der mir an den Kragen will. Und das ist nicht so lustig. Wie weit weg kann man die Sporthalle bauen? Wie weit... Ist es wirklich so intelligent, die Sporthalle auf der anderen Seite der ganzen Schule zu bauen? Ernsthaft? So, dass ich einmal außen rumlaufen muss, wenigstens die Musik, also dass ich einmal außen rumlaufen muss, um zu den Mädchenschlafräumen zu kommen, ist das denn voller Ernst? Ist Sperrstunde? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich darf einfach so hin. Treffen wir uns wirklich an der Seite von dem Haus? Sneaky! Hi! Gern geschehen, schätze ich. Du hast es geschafft, jetzt mag dich Beatrice. Ah, das ist ein Erfolg, den schreibe ich mir in mein Buch. Okay, nice. Und das... Nimm die Stinkbombe weg, das ist ein bisschen verdächtig. Wenn ich ein Mädchen mag, nimmt es seine Geschenke immer an und will dich küssen. Ah ja, und da gibt es gerade noch eine Mission, wirklich, die will nochmal was von mir. Okay, ich gehe speichern, dann gehe ich schlafen und dann schätze ich, war es das auch schon wieder für dieses Mal hier bei Bully The Scholarship Edition. Was ist eigentlich das hier für eine Mission? Verteidige Back... Nein, ich reg mich schon nicht mehr über die Leute hier auf. Die Leute hier sind einfach furchtbar und ich will hier nicht sein und ich kann nicht verstehen, warum meine Mutter mich hier hinsteckt und denkt, es wäre eine super tolle Idee. Okay, ich schätze, das war's diesmal hier bei Bully. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, habt ihr Daumen hoch, auf Smallzone und wir sehen uns im nächsten Video von mir. Bis dahin, macht's gut und ciao. Ich hab's zerfetzt. Wirklich, von mir ist nichts. Ich bin tot, hört auf mich zu schießen. Komm schon, das ist Leichenschändung an dem Punkt. Es ist nicht mehr lustig. Okay, coole Scheiße. Es ist keine große Hilfe, wenn der erste Ball, der auf mich geschossen wird, in die Minen reinfliegt. Just saying. Oh, ich bin absolut fertig. Gute Nacht zusammen. Bis morgen und so. Und jetzt klingelt der Wecker. Dieser unfassbar laute Wecker, der sich in meinem Ohr überschlägt. Holy shit.